Neben einfacher Speicherung der Strukturformel oder der Reaktionsgleichung in das JPEG-Format besteht die Möglichkeit, die Abbildung in ein Format, das von CamDraw oder CamSketch gelesen werden kann, zu konvertieren. Allerdings zeigt sich hier in der Umkonvertierung in ein JPEG- bzw. PNG-Format seit kurzer Zeit ein Problem. Hier werden nur Teilausschnitte unserer Strukturformel dargestellt und nicht die gesamte Strukturform des Moleküls beispielsweise. Daher kann ich aktuell nur empfehlen, einen Screenshot über die gängige Tastenkombination oder eine Art Snipping-Tool auf dem Handy oder Tablet zu verwenden. Besonders hervorzuheben ist hier die einfache Ansicht von 3D-Molekülen, welche dem klassischen Molekülbaukasten am nächsten kommt. Allerdings muss man hier auf die Darstellung von Chiralitätszentren, Achsen, Ebenen und Orbitalen verzichten. Ebenso wie ChemSketch für einen Windows-PC zeigt KingDraw Chemical Structure Editor mit 4 von 5 Sternen ein gutes Ergebnis im Testfeld Content. Insgesamt muss eine App schnell und einfach nutzbar sein. Sie sollte intuitiv von Schülerinnen und Schülern genutzt werden können. Wenn das nicht möglich ist, sollte zumindest eine Erklärung der Grundfunktion erfolgen. Neben dem klassischen roten Faden, der sich durch den Aufbau des Inhalts ziehen sollte, ist eine gute Lesbarkeit von Textpassagen sehr wichtig. KingDraw Chemical Structure Editor schneidet vor allem wegen der intuitiv selbsterklärenden Bedienung und des hervorragenden Einführungstutorials gut ab. Der Publisher bietet ebenfalls Tutorials auf YouTube an. Allerdings gibt es hier kleine Patzer des Publishers. So dauert die Erstellung von Redox-Schemata mit dem Schrifttool recht lange. Die durchaus nützliche Copy-Paste-Funktion versetzt formatierte Schrift wie die Zustandsdarstellung von Säure und Basen in ein unerwünschtes Standardformat und das Einfügen von Ladungen und freien Elektronenpaaren ist in der Skelettschreibweise des Moleküls umständlich. Wie das am besten funktioniert, sehen Sie in meinem eigenen Tutorial, welches jetzt oben verlinkt wird. Alle Textpassagen sind sehr gut lesbar und die Auswahlfelder gut positioniert. Die angesprochenen Kritikpunkte sollte sich der Publisher jedoch vornehmen, in Zukunft durch Updates zu fixen, sodass die ansonsten sehr gute Bedienung konstant auf einem hohen Niveau ist. Insgesamt 5 von 5 Sternen. In der Kategorie Performance schnitt KingDraw Chemical Structure Editor mit 5 von 5 Sternen ab, denn diese Software, diese App kann sowohl für iOS als auch für Android ganz ohne Internetverbindung genutzt werden. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler können diese App auch problemlos auf ihrem Smartphone installieren, ohne das kostbare Datenvolumen des Monats zu verbrauchen. Die Android- und iOS-App KingDraw Chemical Structure Editor stellt eine gute Alternative zu den gängigen Strukturprogrammen für Windows bzw. Mac wie CamDraw oder CamSketch dar. Der Anwender und die Anwenderin können hier schnell und intuitiv komplexe Strukturformeln konzipieren, diese benennen und abspeichern. Dabei können auch Mechanismen dargestellt werden. Die dreidimensionale Ansicht entspricht der eines normalen Molekülbaukastens, wie Sie den auch in der Schule genutzt haben oder nutzen. Und neben einer farblichen Unterscheidung der Atome sind auch die unterschiedlichen Atomradien in dieser 3D-Ansicht erkennbar. Einschränkungen bringt das Programm in der Erstellung von einfachen Reaktionsgleichungen wie Redox-Reaktionen mit sich. Das alles ist ein bisschen umständlich, dauert etwas länger. Des Weiteren ist das Einfügen der Ladungen bzw. die Erzeugung eines Radikals leider nicht so intuitiv wie der Rest des Programms, was aber sicherlich durch den guten Kundensupport des Publishers in nächster Zeit auch gefixt werden wird.